Über 350 Menschen waren dem Aufruf des evangelischen und katholischen Dekanats in Dieburg gefolgt, um unterstützt von Open Doors gemeinsam verfolgten Christen in aller Welt zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Als Zeichen der Solidarität befestigten sich viele einen Aufkleber mit dem arabischen Buchstaben N an ihrer Kleidung. Er steht mittlerweile symbolisch für die Verfolgung von Christen durch den sogenannten Islamischen Staat. Christen aus Syrien und Indien berichteten über die Situation in Ländern mit Christenverfolgung. Unter ihnen auch Schwester Mariana. Sie kommt aus Indien und knüpft eine Hoffnung an diese Veranstaltung. Ich hoffe, dass viele Länder, wo verfolgt sind, sie Mut haben, und ihre Glauben zu bezeugen, dass was unsere Glaube sagt, Jesus, der Gott ist und der hat die Welt erlöst und der wird uns erlösen. Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland, betonte noch einmal, worum es beim Einsatz für verfolgte Christen geht. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, weil das ist eine große Ermutigung für verfolgte Christen. Ich möchte einfach nur sagen, auch wenn es regnet und Sie jetzt im Sturm stehen, ja, dann ist das symbolisch dafür, ja, dass Christen im Moment genauso im Sturm stehen. Das ist eine super Inszenierung. Genau. Ich möchte Ihnen sagen, und deshalb bin ich sehr dankbar, erstmal zu den Muslimen auch einen Satz zu sagen. Islam heißt für uns übersetzt, das ist das, was der Gründer sagt von Open Doors, Islam heißt I sincerely love all Muslims, wenn man die Buchstaben abkürzt. Ich liebe alle Muslime von ganzem Herzen. Und ich möchte Ihnen sagen, dass die größte und am stärksten wachsende christliche Gemeinschaft im Moment in den Ländern, wo die Verfolgung am härtesten ist, die ist der Muslime, die Christen werden. Wir haben weit über 300.000 in Iran allein Muslime, die Christen geworden sind. Und deshalb ist das eine Botschaft der Hoffnung. Wir müssen verstehen, dass Jesus im Moment, gerade da, wo die Verfolgung extrem hart ist, übrigens auch in Syrien und im Irak, viele Muslime zum christlichen Glauben zieht. Und das ist das, was Hoffnung macht. Und das möchte ich auch noch mal sagen, weil wir sehen den Weltverfolgungsindex, wir sehen die Länder, wo Verfolgung schlimm ist. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie weiter für die Muslime beten, dass Sie Jesus erkennen und dass er ihnen begegnet. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es ein großes Anliegen der Christen auch ist, die verfolgt werden, diesen Menschen zu vergeben, die ihnen so viel Leid antun. Und sie brauchen sehr viel Trost, sie brauchen sehr viel Ermutigung. Und das ist das, was wir ihnen geben können. Und zur IGFM oder Open Doors oder was so genannt wurde, möchte ich auch was sagen. Wir sind überhaupt nicht wichtig. Es geht nicht um Open Doors, um IGFM oder um irgendjemand anderen. Es geht darum, dass wir verstehen, dass verfolgte Christen Teile des Leibes Christi sind, dass wir alle dazugehören und dass letztlich keine Hilfsorganisation irgendetwas machen kann, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen für unsere verfolgten Geschwister. Deshalb sind wir nicht entscheidend. Werden auch Sie aktiv für verfolgte Christen? Mehr Informationen unter www.opendoors.de/aktiv werden.